Wir sehen uns auch. Reitschuster.de. 50 Millionen Euro hat unser bester Gesundheitsminister aller Zeiten einfach mal so verpulvert. Wie es dazu kam, der Reihe nach, und ihr habt schon verstanden, denke ich, bester Gesundheitsminister aller Zeiten, genauso ironisch wie das beste Deutschland aller Zeiten, von dem Frank-Walter Steinmeier immer spricht. Ja, diejenigen, die älter als 60 sind, die haben in letzter Zeit wahrscheinlich Post bekommen, angeblich, so sah das zumindest aus, vom Minister höchst persönlich. Und der Minister hat da alle aufgefordert, sich impfen zu lassen. Das Virus sei weiter gefährlich und deshalb empfiehlt er jetzt wieder den Peaks zu machen, wie man das in Infantildeutsch neuerdings nennt. Und in meinen Augen ohnehin schon fast Parteiwerbung bzw. Werbung für einen einzelnen Politiker. Und der CSU-Abgeordnete Stefan Pilsinger, der hat sich jetzt darauf besonnen, was Opposition ist, bei der Union im Moment ja leider nicht Standard, und hat eine Anfrage an die Bundesregierung geschickt, wie viel das Ganze denn gekostet hat, dieser Brief, der jetzt allen ins Haus flatterte. Und was hat das gekostet? Bis zu 50 Millionen Euro. Und zwar mussten das die Krankenkassen und Versicherten bezahlen. Die Versicherungen, ja, die Versicherten auch, das war ein freudscher Versprecher, denn die Versicherten, die zahlen ja letztlich dafür. Ich glaube, 21,6 Millionen Briefe von den Krankenkassen und 3,5 Millionen von den privaten Versicherungen. Also zusammen kommt man dann auf diese bis zu 50 Millionen Euro. Und das in einer Zeit, wo die Krankenkassen ohnehin ein massives Defizit haben, 287 Millionen Defizit allein in der ersten Hälfte dieses Jahres, wo jetzt gerade, kommt ein Artikel auf meiner Seite, Ärzte in Hessen in Streik treten, am Mittwoch ihre Kliniken schließen, weil man zu viel kürzt, weil sie sagen, die Versorgung wird immer schwieriger, und gleichzeitig gibt Herr Lauterbach einfach mal 50 Millionen aus, beziehungsweise er verpflichtet andere, das auszugeben. Denn es geht ja auf Kosten der Solidargemeinschaft, wo es vorne und hinten nicht reicht, wo zum Beispiel in den Krankenhäusern das Pflegepersonal immer noch massiv unterbezahlt ist. Und der Herr Lauterbach schickt dann diesen Brief. Der Abgeordnete Pilsinger, der das jetzt aufgedeckt hat, und die Augsburger Allgemeine hat darüber berichtet, woanders habe ich noch nichts gesehen, aber vielleicht liegt es daran, dass ich schlecht suche, habe jetzt auch nicht groß gesucht, der hat sich empört, der sagt, woanders wäre das Geld besser ausgegeben. Und er sagt, es ist anmaßend von Lauterbach, weil diejenigen, die ohnehin sich gerne impfen lassen, die werden es auch ohne Brief vom Minister machen. Und diejenigen, die dagegen sind, die werden umso mehr es nicht machen, die werden noch angestachelt. Also in meinen Augen Größenwahn, dass der Lauterbach wirklich glaubt, er schreibt jetzt einen Brief und das hilft irgendetwas. Nein, es wird nur die Gräben nochmal verschärfen. Wer ohnehin auf Lauterbach-Spur ist, der wird sich auch ohne Brief von ihm impfen lassen. Wer skeptisch ist, wird es nach einem Brief erst recht nicht machen. Aber da sieht man, wohin das führt. Diese Medienpolitik-Inzucht, wie ich das nenne, wenn man sich ständig gegenseitig bestärkt, auch zu strengeren Maßnahmen hochschaukelt, dann kommt so ein Größenwahn heraus und dann verpulvert man einfach so mal 50 Millionen Euro. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Schaut auch mal auf die Seite www. Eine Frage noch, da haben die Unterstützer wieder tolle neue T-Shirts und anderes gemacht. Ja, Abo dalassen, Like, sehr hilfreich für die Algorithmen, und da YouTube immer noch fast alles sofort für die Werbung sperrt, bin ich besonders dankbar, wenn ihr als Gegenpol zur GEZ eine kleine Unterstützung schickt. Solange es noch geht, PayPal geht ja schon nicht mehr. Noch geht's per Bank. Das war's für heute. Alles Gute, schaut wieder rein. Tschüss.